Hi, Matthias von die Praxis Family. Heute geht es um das Thema Kalium und warum Kalium für den Körper wichtig ist und wie ihr merkt, dass vielleicht der Kaliumhaushalt irgendwie schief steht oder komisch läuft. Kalium ist eines der wichtigsten Elektrolyte im Körper, neben Natrium und Chlorid. Es spielt eine Riesenrolle für das komplette Nervensystem, für die Muskulatur. Und aber auch für die Herstellung von Enzymen wird es gebraucht. Kalium befindet sich zu über 80% innerhalb der Körperzellen. Kalium hat eine wichtige Funktion zusammen mit dem Natrium. Kalium sitzt normalerweise in der Zelle, Natrium sitzt außen an der Zelle. Und wenn jetzt ein Nervenimpuls kommt, also so ein elektrischer Impuls, dann gibt es quasi einen Austausch dieser beiden und Natrium fließt in die Zelle rein und Kalium fließt raus. Das braucht eine Körperzelle, vor allem die Muskelzellen, damit sie ordentlich arbeiten können, damit sie zum Beispiel eine Kontraktion machen können. Und das Spannende dabei ist, dass wenn Kalium im Mangel ist oder im Überschuss ist, dass das nicht mehr richtig funktionieren kann. Und da merken wir dann auch die Probleme. Okay. Kaliumüberschuss bedeutet, ihr habt zu viel Kalium aufgenommen, entweder meistens durch irgendwelche Tabletten, die man einfach so annimmt oder einwirft, was nicht so ratsam ist. Es ist besser, Kalium durch Lebensmittel zuzuführen. Wirklich nur im Notfall, eventuell abgesprochen mit einem Therapeuten oder Arzt, Kalium als Tablette einnehmen, weil es da echt zu Problemen kommen kann mit einem Überschuss. Ansonsten kann ein Kaliumüberschuss entstehen, wenn die Ausscheidung von Kalium durch die Niere gestört ist, das heißt, wenn die Niere Probleme hat, oder aber wenn es zum Beispiel zu viel Zellzersetzung im Körper gibt, dass zu viel Kalium freigesetzt wird. Das passiert bei Krebs, kann das sein, oder aber bei Verletzungen und aber auch bei Leistungssport. Also wenn man extrem Sport gemacht hat und das nicht gewöhnt ist, dann kann es sein, dass es viele Muskelzellen gibt, die sich zersetzen und entsprechend wird viel Kalium freigesetzt. Und die Symptome für einen Kaliumüberschuss sind in dem Moment, dass die Muskulatur nicht mehr richtig funktioniert. Es kann zu Herzrhythmusstörungen kommen, es kann zu Krämpfen kommen, es kann dazu kommen, dass der Darm nicht mehr richtig arbeitet, also dass ihr Verstopfung kriegt. Das geht dann so weit im schlimmsten Fall, dass wirklich ein Herzstillstand entstehen kann oder dass der Darm einfach die ganze Bewegung aufgibt, dass es dann zu einem Darmverschluss kommt. Daran merkt ihr unter Umständen, dass ein Kaliumproblem vorliegt. Das Dilemma an der ganzen Sache ist, dass die Symptome bei einem Kaliumüberschuss fast die gleichen Symptome sind wie ein Kaliummangel. Deswegen kann ich im Vorfeld nicht wissen, habe ich jetzt einen Mangel oder einen Überschuss. Also beim Mangel ist es ebenfalls so. Mangel kann entstehen dadurch, dass ihr zu viel Flüssigkeit verliert, dass ihr zum Beispiel durch Erbrechen oder durch Durchfall zu viel Flüssigkeit verliert oder aber, dass ihr zu viel pinkelt, entweder weil ihr Diabetes habt oder aber weil ihr zu wenig von dem antidiuretischen Hormon habt. Das ist das, was das häufige Wasserlassen unterbricht und stoppt, vor allen Dingen in der Nacht. Oder weil ihr Wassertabletten nehmt, also wasserlösende Tabletten, je nachdem, wenn ihr sowas verschrieben bekommen habt. Da geht es darum, dass ihr darauf achtet, dass es sogenannte kaliumsparende Tabletten sind, wenn ihr die wirklich braucht. Jawohl, und so kann ein Kaliummangel entstehen. Natürlich kann der auch entstehen dadurch, dass ihr zu wenig Kalium zuführt. Das kann sein, wenn ihr in der Ernährung nicht die richtigen Lebensmittel habt und euch nur von Chips und Bratwurst ernährt. Die optimale Ernährung für Kalium kommen wir gleich noch drauf, aber das ist der Grund für Kaliummangel und so kann es eben sein, dass diese Symptome auch wieder auftauchen. Also Herzrhythmusstörungen, Muskelkrämpfe, der Darm macht nicht richtig mit, da merkt ihr das so als allererstes. Und wenn ihr den Verdacht habt, dass irgendwas mit Kalium nicht stimmt, dann gibt es so den Versuch, dass ihr möglicherweise mal scannt, ob ihr eine der Ursachen habt, also ob ihr zum Beispiel Wassertabletten nehmt, ob ihr erbrochen habt in letzter Zeit. Oder ob ihr zu wenig auf Toilette müsst, das kann ja sein, dass dann der Überschuss entsteht. Ob ihr massiven Sport in letzter Zeit hattet und dass ihr Muskelkater habt überall. Oder aber ob ihr von den Lebensmitteln, die ihr nötig sind, einfach zu wenig gegessen habt. Wenn ihr dann das Gefühl habt, dass eventuell da irgendwo ein Schiefstand ist, könnt ihr versuchen, selber korrigierend einzuwirken. Aber ansonsten ist es echt sinnvoll, wenn die Symptome nicht verschwinden, einen Therapeuten aufzusuchen und einfach kurz im Blut zu schauen, wo steht mein Kalium. Denn dann habt ihr einen Maßstab, an den ihr euch richten könnt. Das Schlimmste, was ihr machen könntet, wäre, dass ihr das Gefühl habt, ihr habt einen Mangel, obwohl ihr einen Kaliumüberschuss habt und führt dann Kalium durch Tabletten zu und bringt euch selber in Richtung Herzinfarkt. Das sollte niemals passieren. Okay, die Lebensmittel. Kommen wir zu den Lebensmitteln. Es ist normalerweise fast unmöglich, Kaliummangel zu kriegen, wenn man sich normal ernährt.
Wenn ihr also bei den pflanzlichen Nahrungsmitteln schaut, gibt es unglaublich viele Nahrungsmittel, die wirklich viel Kalium haben. Dazu gehören unter anderem Karotten, Aprikosen, Avocado, Tomaten. Es gibt auch so hochkonzentrierte Kaliumquellen wie zum Beispiel Tomatenmark oder getrocknete Tomaten, getrocknete Aprikosen, die haben dann einfach mehr Kalium. Aber auch Nüsse, Erdnüsse, Haselnüsse, Cashewnüsse haben Kalium. Und ihr findet Kalium auch in verschiedenen Getreidearten wie zum Beispiel Dinkel und Roggen und Buchweizen. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wir haben eine Liste für euch fertig gemacht, die könnt ihr euch runterladen. Der Link ist unten in der Beschreibung. Da sind die ganzen kaliumhaltigen Lebensmittel drauf, in den Portionsmengen, wie man sie ungefähr isst am Tag. Und so kommt ihr sehr gut klar und könnt schauen, habe ich davon was oder nicht. Wenn ihr merkt allgemein, dass ihr zu wenig solche Lebensmittel drin habt in der Ernährung, dann nehmt sie einfach mit auf. Jawohl, das war's zum Thema Kalium von unserer Seite. Ich hoffe, dass ihr damit viel anfangen könnt. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr wollt, und tragt euch in unseren Health Newsletter ein über unsere Website. Und wir sind auf Instagram auch zu finden. Ihr könnt uns auch auf Facebook folgen, wenn ihr Lust habt. Viel Spaß dabei und liebe Grüße von mir und von der Praxis Family. Ciao!